Hallo Leute, herzlich willkommen zurück hier zu Train Fever. Und wir sind hier am Güterbahnhof am Neuen, beim Kohlebergwerk, genau. Und haben hier einen Fakezug hingestellt, der sieht doch relativ cool aus. Und ja, aber mehr würde ich jetzt hier mal fürs Erste gar nicht machen. Noch weitere Fakezüge hinstellen können wir später. Der diente ja primär dazu, hier diesem Kran eine Aufgabe zu geben. Also die Aufgabe hätte er gehabt, der Kran, aber der hat hier ein bisschen ins Leere gekrant, sozusagen. Jetzt kann er hier auffüllen. Perfekt, das passt doch. Und guck mal, ich habe neue Oberleitungen installiert. Das sind deutsche Oberleitungen anscheinend. Und ich finde, die sehen doch ein Stück besser aus wie die Originalen. Irgendwie das Ganze wirkt aufgeräumter. Kann das sein? Ja, ein bisschen schon, denke ich mir. Okay, gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach Weißwasser rein. Da lässt die Performance gleich ein bisschen nach natürlich. Hier ist dermaßen Betrieb, aber da muss erstmal alles geladen werden. Und gerechnet wird auch noch, ist Monatsende. Ne, gespeichert wurde. Okay, aber die Züge fahren. Bestens, da steht keiner, da bin ich froh. Da können wir mal rüberdüsen. Es ist schon ordentlich was los hier. Aber eben, das muss dann erstmal alles in den Speicher rein. So, jetzt ist es schon wieder ein bisschen besser. Hier auch noch Industrie. Okay. Aber hier hinten, das wollte ich mir ansehen. Die Fabrik hier. Was machst du, was brauchst du? Keine Vergrößerung geplant. Genau da ist das Problem, weil du... Oh, mehr Kohle. Okay. Kohle kriegst du ja von den Lastwagen, von hier vom LKW-Ladeplatz. Hier liegt aber nichts brach, sodass man denken würde, man müsste noch ein paar Laster mehr einstellen, sondern da müsste aus der Kohlefabrik hier hinten, wo wir eh gerade waren, jetzt sind wir wieder hier hinten. Hier, von hier müsste mehr Kohle kommen. Das heißt, wir müssten hier den Transport ankurbeln. Aha. Das wird aber schwierig, das sehe ich jetzt schon. Wir können hier in dem Sinn keine Blocksignale machen. Schlicht und einfach, weil die Strecke zu kurz ist. Das wäre ja hier, dieses Gleis. Das geht nicht. Da können wir nichts machen. Wenn jetzt die Strecke länger wäre, könnten wir natürlich 3-4 Züge raufschicken. Das müssen wir mal so bleiben lassen fürs Erste. Aber ich habe doch da hinten aus dem Augenwinkel, da oben. Hier. Hat's ja nochmal. Ein Kohlebergwerk. Das ist noch überhaupt nicht in Betrieb. Nein, null. Kommen wir damit irgendwie hier runter? Ja, mit Sicherheit. Mit Straße oder mit Schiene vielleicht sogar. Wir hätten, ja guck mal, wir hätten doch hier noch Platz für einen Güterbahnhof. Wir könnten hier doch glatt nochmal einen Güterbahnhof hinstellen. Und dann hier rüber gehen oder unten durch. Das ist ja dann egal, mit dem Tunnel oder so. Nach da hinten und von hier. Okay, das, ich habe mich soeben selber überzeugt. Allora, auf geht's. Wo hatten wir gleich nochmal die Bahnhöfe? Hier. So einen hätte ich gern. Noch ein Bahnhof für Weißwasser. Heiliges bisschen. Okay, machen wir den hier hin. Das ist die Frage, ob wir mit der Straße da noch reinkommen. Wir machen mal. Gut, dann gibt es ja noch eine Straße. Einmal verbinden. Ja, das geht perfekt. Sehr schön. Wo wollt ihr hin? Och, die Armen, die waren jetzt völlig verwirrt, weil hier plötzlich ein neuer Bahnhof steht. So, was machen wir hier? Ich denke mal, hier können wir einen Elektrozug nehmen und dann können wir eigentlich auch alte Schienen nehmen. Die Frage ist, wie sieht das aus? Hier inmitten von diesen Hochgeschwindigkeitsgleisen? Wir versuchen es einfach mal. Also, wie wollen wir das denn jetzt machen? Ich würde mal sagen, wir gehen hier raus, gehen relativ schnell runter. Mal zwei Striche, kommen wir hier unten durch. Nein, kommen wir nicht. Nein, kommen wir nicht. Okay, ich muss sowieso schnell gucken, wo wir hin müssen. Hier hin oder hier hin. Ich würde eher mal hier hin. Denn wenn wir einen Tunnel machen, wenn wir hier zu steiles Gefälle haben, dann kommen wir nicht mehr aus dem Boden raus. Dann sind wir hier oben immer noch im Tunnel. Da ist die Chance größer, dass wir hier unten, ist es ein bisschen flacher, der Winkel, dass wir da wieder aus dem Boden rauskommen. Aber jetzt müssen wir erstmal in den Boden reinkommen. Nehmen wir das nochmal weg. Da müssen wir dann vielleicht eben doch... Halt, die alten wollte ich nehmen ohne. So, jetzt haben wir es. Dass wir da doch noch eins weiter runtergehen. Mal so versuchen. Okay, jetzt geht's. Jetzt müssen wir gucken, dass wir wieder rauskommen. Irgendwo da oben. Hier so am besten. Mal so. Okay, da kommen wir da raus.
Aber da sind wir ein bisschen falsch. Eigentlich wollten wir nach hier. Aber das ist ja egal. Wir können auch hier raus. Haben wir eine Tunnelausfahrt? Ja. Nicht so ein hässlichen Fleck. Sehr schön. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen runter. Haben wir die Tunnelausfahrt dann immer noch? Nein. Oh je. Und hier hat es noch zwei Patienten, die ersetzt werden wollen. Das werden wir natürlich gleich machen. Ich werde genau deswegen hier einen Pausenmodus schalten. Jetzt haben wir die hier oben. Nicht, dass sie uns im Weg sind. Das geht nicht. Okay, wenn wir aber eins raufgehen, dann haben wir hier schon eine Erhöhung. Ich bin im Prinzip mit dem Tunnel zu weit gefahren. Aber das können wir ja auch wieder abreißen. Das ist ja auch kein Problem. So, denn da soll es natürlich nicht so einen Hugel geben. Da muss ich erst eine Weiche installieren. Danke für den Tipp. Wenn man hier eine Weiche macht, die wieder abreißt, dann hat sozusagen das Gleis neu unterteilt. Können wir das jetzt abreißen und hier wieder ebnen mit dem großen Werkzeug, damit das auch flugs geht. So, denn hier müssen wir nicht irgendwie eine riesen Steigung hinlegen. Das, wir müssen einfach aus dem Erdreich rauskommen. Ja, genau so etwa. Passt das? Doch, das passt. Gut, dann gibt es hier den Bahnhof. Einmal drehen das gute Stück. Gucken, dass wir halbwegs hinkommen. Sonst muss ich es auch nochmal abreißen. Na, ich denke, so ist nicht schlecht. Was ist das denn da für ein Wulst? Nee, das ist... das ist Käse. Ganz einfach Käse. Was brechen wir ab? Den Bahnhof oder das Gleis? Ist ja blöd, den Bahnhof anlegen, der wird immer gleich hier an die Straße rangesogen. Das ist ein bisschen dämlich, dann kann man den nicht schön ausrichten. Dann machen wir halt das Gleis nochmal weg. So, und jetzt werden wir hier anschließen. Okay, dann haben wir hier nicht so einen Schnorkel drin. Gut, passt. Hier Kohle. Da unten haben wir mit Sicherheit kein Depot. Das ist ja eine komplett neue Schienenverlegung. Das schließt in dem Sinn nirgends an. Also ja, wir haben hier ein Depot, aber komm mal von dem Gleis hier auf dieses. Das wird dann doch eher schwierig. Wir könnten natürlich hier dahinter noch ein Depot machen. Dann haben wir hier nochmal ein Gebäude mehr. Die Frage ist, kriegen wir hier noch ein Depot hin? So ein Häuschen zum Beispiel. Nein, das ist zu groß. Das geht natürlich auch nicht. Der Prellbock würde wohl gehen. Das würde auch gehen. Haben wir hier irgendwo in der Nähe schon so eins? Nein. Dann machen wir das hier hin. Mit Prellbock natürlich. Sehr schön. Gut. Dann gibt es eine Linie. Eine neue. Neue Linie. Na. Bitte spucken Sie die Linie aus. Dankeschön. Das wäre der Bahnhof hier oben. Nach hier unten. Weißwasseranbau. Ist tatsächlich noch in Weißwasser. Wahnsinn. Jetzt haben wir... Gott, was haben wir jetzt hier? Bahnhöfe in der Stadt. Und das Bussystem ist hier auch noch nicht ausgereift. Also das gibt wahrscheinlich nochmal einen neuen Busbahnhof dann. Früher oder später. Ah, die sind schon verwöhnt hier. Man wünscht sich glatt ein bisschen hier in Weißwasser zu wohnen. Also verkehrstechnisch sind die durchaus angeschlossen. So, gut. Zug. Jetzt wird's wieder lustig. Okay, das ist eh schon Linie 90. Guck mal. Tatsächlich 90 Linien. Nein, ich wollte nicht. Entschuldigung. Wir müssen hier raus. Jetzt geht's. Züge kaufen. Okay, irgendwas ohne Strom natürlich. Eine Diesellok. Die braucht auch nicht allzu schnell sein. Allzu schnell zu sein, denn ja, die Strecke bis nach da oben, die ist nicht wahnsinnig lange. Was haben wir denn da? Wir haben so vieles. Ja, die hier bestimmt nicht mehr. Das ist genau der Miesepeter, der abstürzt. 80 km/h. Ja, könnte man nehmen, aber ich möchte eigentlich irgendwie so eine haben. Das ist aber Strom, das funktioniert nicht. Wo haben wir denn noch eine schöne Diesellok? Hier unten kommen wir schon zu den Waggons. Dann müssen wir doch eine von hier oben nehmen. Doch die? Hm, nee. Ich möchte irgendwie so eine, aber ohne Strom, also halt Diesel. Die zum Beispiel, 140. Ja, wir nehmen mal so eine. Gut, hat sogar genommen. Ich wahnsinniger habe nicht gespeichert. Das mache ich jetzt. Das ist immer gut. Nach
nach der kritischen Situation speichern. Sehr vernünftig. So, wir brauchen Schüttgutwagen. Eieieiei. Da kommen zuerst die ganzen Personendinger. Sind auch mittlerweile ein paar. Definitiv. Hier haben wir die Schüttgutdinger. Sind auch ein paar. Was nehmen wir denn? Die roten haben wir schon ein paar Mal. Ich würde mal sagen, diese braunen haben wir noch nicht allzu oft. Kohle. 1, 2, 3, 4 mal 5 Stück. Das wird, dann wird das zugewiesen der Linie 90. Gut. Der Zug wird auch fahren, denn der hat überhaupt keine anderen Züge auf seinem Gleis. Da haben wir ihn. Das müsste Diesel sein. Hat zumindest den Anschein. Oben dampft's raus. Okay, ist Diesel auch. Und ist das nicht ein schönes Bild? Da oben mit der Sonne. Dieser Himmel. Es ist schon sehr, sehr nett. So, und jetzt haben wir allen Ernstes hier nochmal einen Bahnhof. Okay. Und hier unten fährt's und macht's und tut sowieso die ganze Zeit. Sehr schön. Den brauchen wir jetzt hier eigentlich gar nicht weiter zu beobachten. Der bringt hier Kohle hin. Er möchte auch immer noch Kohle. Das ist sehr schön. Das wird jetzt natürlich ein Weichen gehen, bis da oben ordentlich produziert wird. Denn wir fangen hier bei Null an, haben wir ja gesehen. Da gehört uns noch nicht mal die Linie. Aber das wird natürlich alles kommen. So, nochmal kleiner Ruckler. Okay, und jetzt werden wir mal schnell die Züge hier ersetzen. Wir fangen mal mit dem neueren an. Das gucken wir uns natürlich schnell an. Machen hier Pause. Pause-Modus. Okay, das sind diese Nordsee-Dinger. Haben wir hier ein Depot? Brauchen wir ja nicht. Wozu will ich denn ein Depot? Ich brauche nur die Linie. Linie. Fahrzeugersatz. Fahrzeug wählen. Dann ist das diese blaue Lok. Können wir da noch ein bisschen näher ranzoomen. Dankeschön. Die blaue da. Wir können natürlich damit auch ein bisschen weg. Dann geht's auch. Blau, blau, blau. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass die ausgemustert sind dann teilweise. Aber das ist die hier, das passt. Und dann diese Nordseewagen. Denn die haben ja sozusagen ein Verfallsdatum, die meisten. Sehr viele sind immer noch drin. Das ist auch sehr schön. So, da hier haben wir die Nordseewagen. Die gefallen mir eh sehr gut, muss ich sagen. Erste Klasse, zweite Klasse, Speisewagen. Da machen wir mal einmal erste Klasse, einmal Speisewagen. Und 1, 2, 3, 4 Wagen. Okay, dann gibt es noch 1, 2, auch 4 Wagen. Das reicht, man sieht es. Wobei, man könnte den fünften machen. Geld haben wir ja, kein Thema. Okay, Fahrzeug ersetzen. Dankeschön. Schönes Fahrzeug, muss ich sagen. Dann gehen wir mal gucken. Linie 70, das ist eine Dampflok. Das müssen wir mal schnell fahren lassen. Das ist die hier. Die dampft und schnaubt Richtung Ziel mit 15 Passagieren. Auch ein ordentliches Teil. Und warum stehst du hier? Hat das einen bestimmten Grund? Du wartest auf freie Wege. Aha. Okay, wir machen mal schnell Pause. Das müssen wir uns natürlich genauer ansehen. Und werden hier Linie 70 ersetzen. Allerdings 1 zu 1, wenn das irgendwie noch machbar ist. Das werden wir rausfinden. Fahrzeug wählen. Ja, wobei, ah doch, hier unten hat es noch Dampfloks. Welche war denn das? Gott, wenn ich das jetzt wüsste. Die hier, das müsste die hier gewesen sein, mit diesem Windschutz vorne. Da haben wir hier noch mehr. Nein. Das ist wohl schon die. Okay. Nehmen wir. Und dann haben wir die alten Wagen hinten dran. Die hier. Gibt's die noch? Gibt's die noch? Oder habt ihr die Herstellung dieser wunderschönen Wagen eingestellt? Das ist halt die Holzklasse. Da fährt wahrscheinlich keiner freiwillig mit, wenn er nicht unbedingt muss. Ah, doch hier. Okay, jetzt muss ich noch wissen, wie viel. 3 solche. Und 4 braune. Das ist ein bisschen viel. Wir nehmen mal 1, 2, 3 solche und 1, 2, 3 solche. Bitte ersetzen. Können wir es laufen lassen. Und jetzt möchte ich noch wissen, warum du hier auf freie Wege wartest. Ist auch Linie 70. Okay. Auf beiden Gleisen. Da ist ein Signal. Hui, das ist eine lange Strecke. Jetzt fährt er. Okay, warum fährt er? Da ist irgendwie was mit den Gleisen. Beziehungsweise mit den Signalen, nicht mit den Gleisen.
Da ist ein Signal. Hier ist die Dampflok durch. Hat dem freigegeben, sozusagen, die Fahrt. Dann machen wir hier nochmal ein Blocksignal hin. So, damit das früher freigegeben wird. Und zwar auf beide Seiten. Können wir noch eins machen. Bisschen weiter unten. Hier, wo sie wieder zusammenkommen. Ne, hier haben wir schon eins. Wir machen hier mal noch eins hin. Okay, dann sollte der nicht so ewig lange warten müssen. Und in die andere Richtung. Hat es eigentlich Signale soweit. Da ist eins, da ist eins. Dann geht das hier durchs Tunnel durch. Hier rauf. Hier haben wir auch wieder ein Signal. Nee, das passt. In die Richtung passt es. Gut, dann fährt hier ja alles. Inklusive diesem hier. Über die Brücke. Sehr schön. Gut. Geht's nochmal zurück nach Weißwasser. Jetzt muss ich es nur finden. Wir sind hier ganz woanders in Schweich. Okay, wo war gleich nochmal Weißwasser? Hier vorne. Nein, Neuenbehrend. Hier unten. Das Riesengroße. Gut, hier fährt's und tut's. Jetzt sind wir bei der Problematik, die ich vorhin angesprochen habe. Wir müssten mit diesen vier Gleisen mal noch rauskommen hier. Bis mindestens irgendwie hier hin. Und was wir dann damit machen, das steht dann auf einem anderen Blatt Papier. Aber wir müssen mal rauskommen damit. Und das Problem ist, dass diese Schiene hier im Weg ist. Jetzt kam der Vorschlag und das scheint mir der vernünftigste zu sein. Denn wir können nichts anderes machen mit der Schiene. Das ist hier der letzte Bahnsteig vom Personenbahnhof. Also muss das Gleis hier rein. Das geht nicht anders. Wir können natürlich aber das Gleis jetzt ein bisschen vorverlegen. Zum Beispiel hier hin. Und dann hier runter gehen. Hier zwischendurch. Und dann ist es sogar im Prinzip eine Abkürzung. Statt hier, was auch hier zusammenfährt. Wobei, so schlimm ist es auch nicht. Aber ja, wir müssen mit dem Gleis hier weg. Das ist mal klar. Das gibt jetzt natürlich eine umfangreichere Übung. Dazu gehe ich in den Pausenmodus. Und jetzt muss ich mal überlegen. Am besten wäre hier durch. Vielleicht mit dem Tunnel und hier wieder raus. Aber da wird der Platz fehlen. Für einen Tunnel wird der Platz fehlen, denke ich mir. Denn ich möchte nachher mit den Gleisen hier via Brücke hier rüber. Da müssen wir die Brücken dann wahrscheinlich noch platt machen. Würde ich mal meinen. Die müssen wir dann halt neu bauen. Das werden wir machen. Deswegen sage ich, das gibt eine größere Übung. Jetzt nehmen wir halt mal als erstes dieses Gleis weg. Wisst ihr was? Ich werde mal speichern. Denn wenn das jetzt hier einen kompletten Fehlschlag gibt, dann habe ich wenigstens diesen Speicherstand und dann haben wir unser Weißwasser wieder so, wie wir es verlassen haben, bevor wir hier alles abgebrochen haben. Also, das Gleis kommt mal weg. Das kommt hier auch weg. Gut. Jetzt. Sollen wir jetzt das Gleis schon mal wieder bauen? Eigentlich müssen wir, denn wenn wir nachher die Brücke rüberziehen wollen, wird es schwierig mit dem Gleis nachher unten durchgehen. Also müssen wir jetzt erst dieses Gleis neu machen. Das kommt hier auch weg. Hier auch. Wir gehen ja, haben wir gesagt, hier durch. Dann müssen wir hier aber wieder nochmal einen Tunnel oder was machen. Ob jetzt das wirklich so eine gute Idee war? Müssen wir aber fast. Sonst müssen wir hier durch. Das heißt, wir müssen wieder diese Brücken benutzen. Dann sind wir hier mit dem Bogen wieder zu nahe. Es geht gar nicht anders. Wir müssen hier durch. Hier rüber. Und hier meinetwegen unten durch. Und hier dann wieder reinkommen. Okay, dann werden wir das mal versuchen. Eieiei, schön. Ich bin fast ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Also, als erstes brauchen wir jetzt mal das Tunnel eigentlich hier unten durch. Unterm Fluss durch wird wahrscheinlich schwierig, nehme ich mal an. Das wird nicht funktionieren. Und eine Brücke. Wenn wir hier eine Brücke über die Tankstelle machen wollen, dann kommen wir hier hinten definitiv nicht mehr runter. Das geht nicht. Also, dann müssen wir... Ja, wir müssen hier so raus und möglichst weit hinten. Am besten hier unten durch. Dann sind wir noch weiter weg. Hier mit einem Bogen. Im Prinzip... Ja, das ist kein Bogen. Den Bogen machen wir nachher. Hier schon mal runtergehen. Nee, das ist völlig doof. Das ist noch relativ tricky. Also wir fahren mit dem Gleis. Wir machen das Gleis jetzt mal. Denn wir müssen es ja sowieso bauen.
Also wir fahren jetzt hier mal so lang. Okay, dann möglichst gerade. Scheiße, jetzt hatte ich es gerade. Ohne, dass es da angelegt wird. So. Gut. Und jetzt wollen wir runter. Wir wollen jetzt hier einen Bogen machen. Zu der Tankstelle. Und da wollen wir unten durch. Mal gucken, ob das überhaupt geht. Das würde gehen. Hier unten durch kommen wir. Sind wir dann irgendwie im Weg noch? Nein, hier könnte man eine Brücke bauen, denke ich mir. Das Problem ist, dass hier hinten dann gleich wieder Brücken sind. Heiliges bisschen. Wir haben uns hier schon ordentlich zugebaut, muss ich sagen. Damit kommen wir sogar ein bisschen hier runter. Okay. Ich möchte aber, ich muss das Tunnel wieder in einen Zug bauen, denn man sieht schon hier, das ist nicht wirklich ein Tunnel. Sonst haben wir wieder diese komischen Flecken da. So, das würde sogar unter dem Fluss durch auch gehen. Okay. Muss ich nochmal gucken. Wir sind da aber immer noch nicht bei der Ausfahrt sozusagen. So geht's nicht. So wird's noch gehen. Dann haben wir wieder den Flecken da hinten. Ich muss das durchziehen. Gnadenlos. Bis es aus der Erde rauskommt, das Tunnel. Das kommt aber nicht. Das ist ja elendig. Da muss ich in die Höhe gehen. Okay, das, da, dann kommt es da beim Fluss raus. Das ist natürlich unideal. Da wird es schon zur Brücke, klar, weil es dann zu hoch ist. Ist schon klar. Nochmal. Wenn wir ein bisschen näher hier rangehen. Dann wird es ja zur Brücke und. So hätten wir das Tunnel, das geht aber eh nicht. Jetzt würde es gehen, okay. Jetzt haben wir hier aber wieder den Bogen. Ich versuche jetzt einfach mal. Halt. So, und jetzt würden wir hier aber gerne rauskommen. Oder unten durch. Lasst uns doch hier einfach mal unten durchfahren. Wir müssen ja sowieso nachher, ja, hier hin. Und dann müssen wir, das wäre ja eh doof gewesen. Das Tunnel muss hier eigentlich hier auch noch unten durch. Wir müssen jetzt nur hier wieder raufkommen. Nach dem Gleis. Kommen wir das? Dass wir hier aus der Erde rauskommen? Ich komme nicht mehr höher. Wir bauen es jetzt mal. Das geht schon mal nicht. Ja, das ist doch schon eine ordentliche Übung. Dafür, dass wir da hinten noch nicht mal richtig angefangen haben. Okay, so wird es gehen. Aber wir sind halt immer noch unter der Erde. Und höher komme ich nicht. Hier würden wir dann rauskommen. Das ist natürlich perfekt. Das ist dann genau da. Ah, wobei, das Gleis brauchen wir nicht mehr. Ah, da, okay, das funktioniert. Das ist ja sozusagen das alte Gleis. Da ist jetzt halt noch der Zug drauf. Ich kann da nicht viel abreißen. Wir müssen den Zug mal erstmal hier entweder im Bahnhof haben oder hinten in Weißwasser. Da habe ich jetzt auch nicht daran gedacht. Oder wir müssen, nein, wir können den Zug ja nicht irgendwie einfach wegwerfen. Der muss so oder so ins Depot, wenn wir den verkaufen wollten und neu kaufen. Wir müssen den hier reinkriegen. Also dafür muss ich mal laufen lassen. So, ist klar. Das funktioniert jetzt sowieso noch nicht. Aber es funktioniert natürlich. In der Theorie kriegen wir das Tunnel hier durch. Wenn das Gleis hier weg ist. Jetzt muss der Zug hier reinfahren. In den Bahnhof. Denn am Bahnhof selber werden wir nichts verändern. Definitiv nicht. So, da kommt er daher. Sehr schön. Auch ein sehr schöner Zug. Gefällt mir auch sehr gut. Cool, okay. Dann geht er hier in den Bahnhof rein. Und sobald er im Bahnhof drin ist, werden wir das Spiel anhalten. Mal ein bisschen schneller stellen. So, Spiel pausiert und jetzt kommt das Gleis hier weg. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier kommen wir rein. Okay. Abreißen. Fahrzeug im Weg. Okay, dann machen wir hier halt eine Weiche. Ich hoffe, dafür ist nicht Fahrzeug im Weg. Da ist ein Signal im Weg. Okay, irgendwas ist irgendwie immer im Weg. Jetzt geht's. Nee, Fahrzeug im Weg. Leute, wir müssen aber irgendwie.
auch Fahrzeug im Weg. Mist, und ich kriege das Fahrzeug hier nicht weg. Außer wir fahren damit ins Depot. Dann machen wir das mal so. Linie 29 war das. Das werden wir wieder rausfinden. So, du musst halt jetzt ins Depot. Sonst kriegen wir das da nicht abgebrochen. Sonst kriegen wir nicht, was wir wollen. Nämlich eine neue Strecke für dich. Dann hast du ein bisschen kürzeren Weg. Da bist du auch glücklich. Das passt. Dann doch. So, dann machen wir hier Pause. Dann denken wir auch dran, dass dieser Zug noch unterwegs ins Depot ist. So, und jetzt müsste ich doch hier eigentlich abbrechen können. Wo war unser Dingens? Unser Tunnel hier. Da könnten wir den ganzen Bereich eigentlich abbrechen. Was weg ist, ist weg. So, hier muss man in den Bruchstücken abbrechen. Warum das denn? Hallo, das habe ich doch kaum so gebaut. Also, ist das, weil wir die Weiche hingestellt haben? Dann wird natürlich der ganze Bereich hier neu berechnet wahrscheinlich. Ich mache hier mal noch eine kleine optische Korrektur. Also das noch ein bisschen angleichen hier, so gut es halt geht. Da ist natürlich die Straße hier im Weg. Aber hier geht's, dass wir hier nicht so komische Aufschüttungen haben. So, was wir wegkriegen, haben wir weg. Bei groß bin ich eigentlich. Hier haben wir noch Aufschüttung. So, kriegen wir auch noch weg. Ja, hier macht es ein bisschen. Hier haben wir noch einen Hugel von der Brücke. Dann haben wir hier sogar noch neuen Platz. Also einen neuen Platz. Nein, nicht einen neuen Platz, sondern neu Platz. Hier, Platz. Genau, damit wir hier noch was bauen können. Werden wir machen. Werden wir gucken, was wir da noch hinstellen. So, jetzt haben wir hier das Gleis weg. Das heißt, wir werden hier Tunnel weiterbauen. Eigentlich nicht weiter, sondern fertig. Denn jetzt müsst ihr hier eigentlich den Platz haben, dass er rauskommt. Ja, okay, da ist noch ein Haus im Weg. Das lässt sich natürlich relativ einfach ändern, indem wir gnadenlos zum Bagger greifen. Jetzt geht's, jetzt kommen wir hier raus. Gut, und das gibt nicht diesen hässlichen Hugel, das gibt ein richtiges Tunnel. Dann verläuft halt der größte Teil dieser Strecke verläuft jetzt natürlich unterirdisch. Hier durchs Tunnel durch, jetzt muss ich mal gucken, ob ich alles angeschlossen habe. Denke mal ja, dann kommt der hier rein. Und geht hier ins Tunnel rein. Okay, das passt. Machen wir dem noch schnell ein Signal hin. Da aus dieser Richtung auch ein Zug kommt. So eins. Okay, ich sehe gerade, das ist auch noch ein altes Gleis hier. Das werden wir natürlich auch ändern. Wie sieht es beim Depot aus? Beim Depot sieht es soweit gut aus. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Hat er das... Oder Moment, bevor wir das gucken, werden wir hier optisch noch verschönern, was wir verschönern können. Ja, okay. Nix. Doch, hier oben. Die bauen natürlich wahrscheinlich auch leichter, wenn sie hier nicht über Hügel müssen. Sondern das hier halbwegs ebenerdig ist. So, hier kriegen wir das Loch auch noch weg. Sehr schön. Da habe ich noch einen Baum erwischt. Entschuldigung, noch einen Baum erwischt. Entschuldigung. Ja, ach, da kann es auch einen Hügel haben, da hinten stört er mich weniger. Das ist Landstraße, da ist das Ganze ein bisschen uneben. Aber hier in Stadtnähe, wenn sie bauen wollen, sollte es möglichst hügelfrei sein. So, das ist das Tunnel, das kann ich nicht enthügeln. Das wäre schwierig. Passt. Jetzt müssen wir mal gucken, können wir den Zug schon wieder zuweisen? Linie, ja, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, was das für eine Linie war. Da muss ich schnell... gucken. Die einzige, die in dem Sinn keinen Zug besitzt. Linie 29. Linie 29 zuweisen. Das hat die neue Linie perfekt angenommen. Okay, du musst jetzt eigentlich nicht ins Depot. Wendet der oder was macht er? Na? Kein Weg. Wenden. Wie sieht es dann aus? Dann passt es. Okay, jetzt fährt er raus, fährt hier in den Bahnhof rein. Passt. Dann haben wir dieses Linienproblem mal gelöst. Der fährt hier halt ins Tunnel. Hier gibt es keine Linie mehr. Hier gibt es aber immer noch Flurschaden.
Das geht so nicht. So, muss man immer ein bisschen weiter rauszoomen, dann sieht man es auch. Herr Heisenberg, nicht immer hier in der Nahansicht und dann... Ja, aber die Nahansicht ist halt irgendwie netter, muss ich sagen. Rauszoomen ist zwar auch schön, man sieht dann mal alles im Überblick. Oh, was habe ich jetzt hier für ein Loch gemacht? Das wollte ich nicht. Entschuldigung. So, jetzt passt es aber. Hier hinten sieht man halt noch ein bisschen, dass hier mal eine Brücke stand. Das ist nicht so schlimm. Vielleicht machen wir hier mal irgendwann noch mal eine Brücke hin. So, dann werden wir hier zurück in Weißwasser. Hier gibt es noch Flurschaden. Den haben wir schnell weg. So, da sieht man gar nichts mehr von nachher. Hier immer in der Nähe von den Gleisen geht es natürlich nicht, da der Boden sozusagen fest ist. Da kann man nicht einfach Boden absenken oder anheben, wenn ein Gleis draufsteht. Das ist ganz logisch. Okay, gut. Ja, Leute, jetzt hier, guck mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Gleise, die wollen nach da hinten. Jetzt haben wir hier Platz für eine Brücke, da dieser Bogen hier nicht mehr hier im Weg ist. Da machen hier eigentlich die Brücken nicht mal mehr Sinn. Die könnten wir eigentlich dann auch abbrechen. Dann haben wir je nachdem auch noch mehr Platz. Die lassen wir jetzt aber im Moment noch stehen. Aber dann heißt es hier eine Brücke. Und dann kommen wir hier hinten zum nächsten Problem. Guckt euch das mal an. Da müssen wir wahrscheinlich die Straße anders machen. Und hier, diese Brücke wird wahrscheinlich auch fallen. Da müssen wir gucken, ob wir dann mit der Bahnlinie unten durchgehen. Das werden wir schauen. Das schauen wir aber erst in der nächsten Folge. Für heute würde ich mal sagen, genug geackert. Danke fürs Zusehen. Und mit dieser schönen Krokodil-Lok sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.